das eines Tages jedes Tal erhöht und jeder Hügel und jeder Berg erniedrigt werden. In Zeiten von Kriegen und Konflikten rund um den Globus ist die Sehnsucht nach Frieden allerorts. Auch hier in Braunschweig, wo die Menschen in den Dom strömen, um Nachdenkliches zu hören und zu erfahren, dass der Frieden eigentlich Zweck des Krieges ist. Wir haben uns hier versammelt, um gegen den Krieg und die Gewalt aufzustehen und den Frieden zu fordern. Susanne von Borschody, Ulrich Nöten und Peter Simonischek, alle drei erfahrene Größen im deutschsprachigen Theaterraum, erwecken mit ihren Stimmen Gedanken aus Kultur, Philosophie, Politik und Religion, aus der Vergangenheit und der Gegenwart, um das ewige Gegenspiel von Krieg und Frieden zu beleuchten. Leider liegt es in der Natur des Menschen verankert, sich eher zu bekriegen als zu teilen. Mord ist ein Verbrechen, wenn ein Einzelner ihn begeht. Aber man ehrt ihn als Tugend und Tapferkeit, wenn ihn viele begehen. Möge jeder kennen den eigenen Vorteil und gönnen dem anderen seinen Vorteil. So wär ewiger Friede gemacht. Die Lesung im Braunschweiger Dom läuft im Rahmen der Movimentos-Festwochen der Autostadt in Wolfsburg, die sich in diesem Jahr dem Thema Frieden widmen. Frieden ist schon, ich würde mal sagen, eines der größten Themen, die man haben kann. Als wir es gesetzt haben vor anderthalb Jahren, war noch nicht abzusehen, dass es so tagesaktuell werden würde, dass wir in so unfriedlichen Zeiten leben und dass uns eben das Nicht-Friedvolle immer näher kommt. Früher oder später werden alle Menschen auf der Welt einen Weg finden müssen, in Frieden zusammenzuleben. I have a dream. Ich habe einen Traum. Ein Traum. Was sonst?